Wir wollen Pocket spielen. Ihr fragt euch, wie das geht. Dann erklären wir es euch mal. Der erste Kandidat drückt so viele Punkte runter, wie er möchte. Nur nicht alle, natürlich, weil sonst klappt das Spiel ja nicht. Man kann sozusagen eine Reihe drücken. Das mache ich mal. Ich kann das nicht. Zack. Hopp, hopp, hopp. So kann, geht das nicht. Man macht das so, so, so und so zum Beispiel. Jetzt bist du dran. Das geht so nicht genau. Man muss auch nicht immer alle in einer Reihe runterdrücken, sondern zum Beispiel nur so. Genau. Und wer den letzten Punkt runterdrückt, hat dann verloren. Mist! Es gibt auch noch eine andere Variante, aber dies geht nur mit manchen. Hier sind so ganz kleine Buchstaben drauf. Nach dem Alphabet gewonnen. Man macht die Augen zu und drückt ein paar Buchstaben. Also das war eine Zahl. Shit. Unten sind immer die Zahlen. Und den und den. Dann dreht man es um. Dann sind hier auch die Buchstaben. Und dann muss man probieren, ein Wort damit zu machen. Ich kann hier zum Beispiel das Wort machen. Masiert. Hier kann man ganz lustige Wörter mitmachen. Und dann wieder reindrücken. Und nochmal. Möchtest du es auch mal probieren? Ja. Und drehen. Ich könnte jetzt zum Beispiel ziemlich kurz. Sim kurz, das sind richtig lustige Wörter und die sind immer sehr verschieden. Man kann kreativ sich selbst Ideen ausdenken, wie man möchte. Und es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Man könnte zum Beispiel auch jetzt hier irgendwo eine Kugel drunter legen. Dann sagt der eine zum Beispiel 4. Mach mal 1, 2, 3, 4. Und wenn der keine Kugel ist, dann geht es einfach weiter. Dann sagen wir zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da ist auch die Kugel nicht. Und irgendwo ist die Kugel. Derjenige, der die Kugel erwischt, hat dann verloren. Okay, das ist es dann. Tschüss!